Ja, geantwortet. Gehe ich stark davon aus. So noch ein bisschen. Der Claudio Banner könnte auch. Hast du den Frostbot? Ja, große Er rennt Zähne immer so viel mit weg. allem einverstanden, außer mit dieser wegrennenden Nase. Ja, ich sperre den einfach mit Meryl ein. Okay, gut dann. Bin ich für. Das Einzige, was traurig ist, so an sich, ich finde Merylls Fähigkeiten toll, aber so im Multiplayer ist sie echt nervig. Manchmal. Kann dann halt voll die seine eigenen Ults blocken, ne? Was mir einfach schon so oft passiert ist, dass ich dann halt einfach meine Ulti gesetzt habe. In dem Moment war Merylls Ulti aber ein bisschen schneller. Ja, und dann, Ulti bleibt aus. Super. Ja, das stimmt. Das hatte ich vorhin auch ganz oft. Dass, wenn ich erst mit Frick das E gecastet habe, dann hat die ja so ein Energie, also so ein Eisfeld unter sich. Und wenn ich dann mit Meryl attackiere, dann frieren die so random ein. Und ist einfach scheißegal, was der gerade castet. Das wird einfach komplett abgebrochen. Ja. Vor allem ist es nervig, wenn du in dem Moment versuchst, entweder zu heilen oder wenn du dann sagst, okay, einmal feste drauf, dann fällt der Gegner um. Und was halt auch nervig ist, wenn, ja, sagen wir mal so, die Fläche, wo die Merylls Ulti sitzt, ein bisschen höher ist und du musst dann von unten irgendwie versuchen, da reinzuklettern. Das hatte ich auch schon. Da dachte ich mir auch, okay, ich komme gar nicht mehr an den Gegner dran. Super. Ja, Meryl ist schon böse. Also an für sich so Schadensoutput und so ist schon toll, aber ist nicht sehr Multiplayer-freundlich. Woran man auch gut sehen kann, ist, dass der Schaden von allen Waffen auf die anderen Waffen überspringt, ist zum Beispiel hier die Kluft der Leere. Ihr drückt mir jedes Mal die Feuerbuffs in die Hand, weil ich halt schon einen dicken Ding habe. Und dann spiele ich Tropfen im Boss mit Frick oder mit Tsubasa oder sonst wen und hau den auf der Nase und mach Tropfen noch gewaltig viel Schaden. Liegt halt daran, dass die Waffe, die dann geboostet wird, wieder die anderen Waffen boostet. Außer mal hat gar nichts dran. Dann ja. Also, dann macht man einfach gut viel Schaden, ne? Flamme und, Flamme und Krieger zu mir, wenn's geht. Mhm. Flamme möchtest du mal haben? Hoi, hoi, hoi. Ja, du kriegst Eis. Okay. Dann nehme ich wieder Elektro hier. Heilbot kriegt Heilung. Okay, es fehlen nur zwei. Ja, die werden wahrscheinlich eben oben sein. Einer ist runtergefallen. Ja, der müsste aber dann wieder. Die kommen dann wieder hoch. So, Energy, was wolltest du haben? Flamme und Krieger. Flamme und Krieger, okay. Krieger habe ich mal keine in der Tasche. Wunder. Ja, Krieger habe ich eh. Ich mach Flamme. Physischen Schaden braucht den jemand? Kannst du Tika geben? So, Frost. Ja, mit Frost auf Frostbot. Stimmt. Das macht mir überhaupt nichts. Ich bekämpfe Frostbot wirklich sehr oft mit Frost. Auch in Sinnesbeäufung. Könnte daran liegen, dass das meine Hauptwaffen sind. Na, habt ihr eure Brieftaschen für morgen schon festgeschnallt? Ich werde nicht pullen. Der Erste, der morgen ein Bild schickt, ändert sich. Ich hab den gekriegt! Mit 10 Ziehungen! Nein, braucht noch jemand ganz dringend was? Bitte? Fehlt nur noch einer. Braucht noch jemand ganz dringend nee. Was? Nee. Nee. Ich hab alle.
Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich die Aggro behalten kann. Diese Morph-Axt, die finde ich ja sowieso cool, ne? Also dieses Morph-Schild-Axt. Ja. Die hat schon was. 1, 2, 3, 4, 3. Alter, 95.000 Schaden, das ist echt der Hammer. Lustig. Du bleibst hier. Ging er mal richtig schön runter. Ich hatte überhaupt keine Chance. Kalt. Wird irgendwo angezeigt, wer die Akku hat? Nee, ne? Leider nicht. Oder man muss mal, müssen wir mal drauf achten, auf diese Mini-Buffs, die man da unten auf dem Links hat. Ob das irgendwo ist, aber so ein aktives Ding habe ich leider nie gesehen. Ach, scheiße, zu früh. Ich weiß nur, dass Human einen aktiven Buff dafür hat, um Akku noch mehr zu ziehen. Im Schildmodus. Ja. Gehen runter wie Butter. Krass. Wer ist Frostbot? Alles nur blau. Ja, aber immerhin eine Matrize. Ja, ich bin kurz vor 40, daher passt es. Ich hab gar nichts bekommen. So sad. Aber der Gruppenbuff für Rüstungsdings ist schon geil, ne? Also dass ja, man, dass die zertrümmern quasi alles bei allen hochgeht. Mhm. Aber hat man ja gerade gesehen, ne? Und wir wissen selber alle, wie schlimm das ist, wenn Frostbot seinen Ulti ansetzt. Wenn du da keinen hast, der nicht aus dem in der Ulti eingesperrt ist, sterben alle. Einfach krank. Ist ein Bogen der neue Banner? Da kann kommen, ja. Also ich will mich nicht beschweren. Ich auch versuchen. Ich weiß zwar, dass Zuhubi danach kommt, ich mir tierisch in den Arsch speisen werde und hoffen werde, dass ich sie auch kriege. Aber ich werde es versuchen. Ja, entweder ich überlege es mir morgen nochmal oder ich spare weiter. Ich werde auf jeden Fall die Pre-Pulse, die ich in der Hosentasche habe, wie viel sind das denn aktuell? Ich guck mal kurz einmal nach, bevor ich jetzt das nächste Runde starte. Ich habe aktuell 40 Pre-Pulse in der Tasche. Und die werde ich da reinsetzen und dann gucke ich mal. Also wie war mein Spruch mit Sporn? Ja, ich schaffe es jedes Mal nicht. Also jetzt, ich habe mir vorgenommen, jeden einmal in der Tasche zu haben. Danach spare ich. Also ich werde kein C1, C2 oder sonst was dienen, bei allen Charakteren nicht. Außer bei Lin. Lin gehe ich all in. 6 Sterne Lin. Ja, das wäre mir ein bisschen zu teuer. Aber doch, wenn du mir 6 Mal hinterher läuft, wenn ich 10 Mal reinpulle, gerne. Dann hast du auf jeden Fall ordentlich viel gespart, wenn du aber immer wieder die 50-50 verkackst und alles. Dann bist du vielleicht so bei 1200 Euro, die du da mal lässt. Wurde schon ausgerechnet. Ja, immer noch weniger als in Genshin. Ja. 1200 Euro kann ich da nicht lassen, ich möchte mir noch ein Steam Deck holen. Steam Deck? Ach, ja, das ist hier dieser Handheld, ne? Ja, ja, der Handheld von Steam. Da kannst das Ding ist einfach genial, auch zum Emulieren von anderen Spielen hier, NES, N64, PlayStation 1, 2, 3.
Mew wie Switch spielt, kannst du darauf spielen. Das Ding ist einfach bösartig. Wie ist das gerade, wie viel es kostet, aber ich glaube 600 oder so war das. Die günstigste Version ist aktuell 400 Euro. Achso. Nein, geht's ja noch. Das geht noch. Selbst die 600 Euro, da hast du einen halben Terabyte Speicher intern schon drin und extra nochmal abgesichertes Glas. Achso. Na, ich habe mir das Ding nicht so ganz angeschaut. Ich habe es gesehen, aber. Ich habe gestern zu viele Videos darüber geguckt. Das mache ich meistens immer, wenn hier so eine schöne neue Konsole kommt, die mich interessiert. Ich glaube, zuletzt, wo ich das gemacht habe, war bei der Nintendo Switch. Da war ich auch gleich mit einer der ersten Kandidaten, wo es zu Release rauskam. Da war ich gleich einer der Kandidaten da vom Saturn-Stand und habe gewartet, bis die es im Lager hatten. War es schon. So. Und zum Glück bin ich so ein Besitzer noch, der einen Nintendo 64 noch hier liegen hat. Ich habe sowas noch hier stehen. Ja, na, da bin ich zum Glück noch froh, dass ich sowas hab. Ja, das Böse ist halt jedes Mal, wenn du die Konsole, die Originalspiele reinschiebst und wieder rausziehst, machst du das Spiel ein bisschen kaputt. Und irgendwann läuft es nicht mehr. Und die Speicherungen gehen nach 25 Jahren Schrott. Das ist halt richtig böse. Oh nee, ich hab meine jetzt, wie lange habe ich meine jetzt nicht mehr angehabt? So ein Stück her, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich sie angehabt, da habe ich mal eine Runde Mario 64 gespielt. Hat einfach Langeweile gehabt. Ich hab Kinder zu Hause. Ich hatte das Ding auch schon öfter wieder angeschlossen, als ich dachte. So, dann habe ich noch ein Zelda-Teil, ich glaube Ocarina of Time, und das ist aber eine Gold-Edition. Die habe ich bis heute nicht ausgepackt und bis heute auch noch nie verwendet. Die ist. Gold wert. Ja. Ne, die ist bei mir heilig. Das ist. Wenn ich aber ist. Wenn es sogar noch einer der ersten Versionen ist, dann ist die momentan. Oh, die, dann ist es so bei 1000 Euro wert. Ja, kann hinhauen. Muss ich mal schauen, was sie nimmt. Andy, woran liegt das, dass ich die Relikte im Kampf nicht tauschen kann? Dass man das eigentlich nie darf. Ich konnte es noch tun, eben weil ich noch nicht erwischt worden bin. Sobald sie dich einmal treffen, ist das Wechseln gesperrt. Das nervt nämlich auch in Sinneswandlungen, ey. Ja, deswegen, bevor man das Gate öffnet, die ersten aktivieren, zack, rein mit den nächsten. Hallo Schatten. Ich hab trotzdem gewonnen. Wo ist der Gegner auf dem Rotten? Wo kommt zum Gegner angegriffen, da ist einfach mal in die Kontinuität geflogen. Auf jeden Fall kann man immer wieder. Noch 5 Buffs, okay. Sind ja diesmal die auch nicht gut verteilt. Ja, manchmal sind die echt auf so einem Fleck und manchmal sind die komplett auch verteilt auf der Map. Oh, die liegen plötzlich irgendwo auf einem komischen Dach, wo du denkst, okay. Regulär komme ich da nicht vorbei. Jetzt habe ich halt gedacht, dass ich so eine. So ein starkes Tablet haben möchte oder sowas. Oder halt so ein Android-basiertes Spielegerät. Aber die sind wesentlich teurer als das Steam Deck. Na gut, eine Nintendo Switch kriegst du gerade aktuell 400, 300 Euro. Naja. Und hast also die OLED-Version jetzt da. Na, ist die ganz neue. Kriegst du gerade aktuell, glaube ich, für 300 Euro. Na, und da hast du eigentlich schon eine Top-Konsole, muss ich sagen. Ja, wir haben den normalen Switch hier stehen, die ist halt ja. Wirklich gut. Das ist... Ja, ich habe auch gerade nur den normalen Switch hier liegen. Ja, ich stand mal vor dem Saturn, da habe ich mir ja die Xbox geholt, neue. So, und daneben war halt gleich die OLED-Version. Ich habe so überlegt, mir die zu holen, weil ist halt auch nicht schlecht. Ja, ist halt eine verbesserte. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Bei uns steht sie nur meistens in der Station drin und wir spielen am Fernseher. Ja. Und dann lohnt sich dann die OLED halt weniger, wenn man das Ding eigentlich kaum in der Hand hat. Also letztes Weihnachten habe ich ungefähr 25 Mal kurz davor, die für 280 Euro zu kaufen, als im Angebot war. Und ich habe es mir doch nicht gekauft, weil ich es im Endeffekt doch nicht brauche. Jetzt haben wir alle.
Ja, gut, alles ich hab okay. Ich hab meine Nintendo Switch habe ich. Warte mal, wie wurden das denn nochmal? Ah ne, der habe ich eingetauscht bekommen. Ich habe meine PlayStation 4 dafür vertickt, weil hatte zwei. Da habe ich eingetauscht gegen eine komplett neue Nintendo Switch. War ja nicht dann so schlecht, muss ich sagen. So, und die OLED, die hatte ich mir vor ein paar Monaten, ich glaube vor einem Monat oder so war das, hatte ich mir die angeschaut gehabt und da war sie für 300 mit inklusive Splatoon 3, das war nicht schlecht. Also so eine Edition dennoch. Na, da kann man nicht nein sagen. Ja, das ist schon halt böse, ne? Genauso wie ich auch hinter einer PlayStation 5 her bin und da kommt man ja so richtig scheiße dran. Nee, da warte ich noch, bis eine bessere Version draußen ist. Ja, ich bin auch schon mal überlegen, ob ich noch warte, bis die Pro da ist. Das wird wahrscheinlich nur noch ein Jahr dauern und ich habe ja jetzt schon 2 Jahre gewartet. Ja. Das eine Jahr kommt, passt auch gar nicht mehr an. Obwohl ich schon. Ja. Ich muss ja auch dreimal überlegen, ob ich mir die neue Xbox hole oder nicht. Und dann habe ich sie mir geholt. Weil bei den. Also bei PlayStation und bei Xbox ist es so der Fall, wenn minimaler Staub noch reinkommt, kannst du gleich reparieren lassen, so gefühlt. Weil es dann einfach sich nur noch aufhängt und alles ist. Na, das, was man schon alles wie Kind. Also das, was man halt schon an Kindermacken so gehört hat. Ist halt schon. Ja. Also ich wollte auch monatelang oder fast jahrelang, muss man ja sagen, die PS5. Bis ich es ja irgendwann bekommen habe, dann habe ich damit 2 Wochen gespielt und ja. Seitdem benutze ich die nur noch für Netflix. Na gut, meine PlayStation, ich habe ja bis jetzt nur die PlayStation 4 noch, die PlayStation 5 habe ich mir noch nicht geholt. Weil ich sehe es noch in meinen Augen noch für etwas sinnlos. Na gut. Na, also meine PlayStation, die habe ich jetzt seit fast über einem Monat nicht mehr angehabt. Ja, und du hast fast täglich an. Halt, aber genau. Auch wegen den Kindern und alles. Ne? Und ich möchte halt gern. Viele der Spiele sind auf der PlayStation 4 viel zu laut. Weil ich habe da einen halben Jet im Wohnzimmer stehen und das macht keinen Spaß daran zu stehen. Das Spiel, wenn man den Lautstärke auf Max drehen muss oder Kopfhörer aufziehen muss und wenn man das eigentlich jemand anders vorspielen möchte, ist das dann blöd. Mhm. Hier zum Beispiel das Nio, das wird momentan so laut. Welches ist es, den zweiten? Der zweite. Ja, der zweite. Ja. Und hier, wie nennt sich das? Hast du auch gespielt? Ich hab jetzt den Namen vergessen. Ghost of Tsushima oder wie? Ja. Ghost of Tsushima wird dermaßen laut, das ist schon gar nicht mal lustig, das ist. Mhm. Und was habe ich jetzt aktuell gespielt gehabt? Ja, hier, Forbidden West. Horizon. Ja. Ich lieb das Spiel. Das erste Spiel habe ich ja direkt auf Platinum gespielt. Das zweite Spiel spielt sich auch wunderprächtig, das macht richtig Spaß. Aber die Konsole wird dabei so laut, dass ich keinen Bock habe, das für die Konsole zu kaufen. Ich habe es einfach nur den 2-Wochen-Test gespielt gehabt und danach gesagt, gut, wenn ich eine PlayStation 5 kriege, nehme ich es mit. Ohne Coco, ja. Madrid. Oh, können die nicht einfach mal. Die gönnen einfach nicht. Ich glaube, ich habe wirklich noch nichts Goldenes bekommen. Jedes Mal, wenn ich euch mit euch drin war. Ich glaube noch nicht einmal. Eine Coco-Matrize gekriegt, die mir jetzt nicht wirklich was bringt. Kannst ja tauschen, irgendwie gerne. Gold ist halt Gold. Also wie ich beim Matrizen ziehen jetzt schon alle 4 Huma-Matrizen gekriegt habe. Ich rennt aktuell mit allen 4 rum. Ich habe bis jetzt aus wirklich einer Operation habe ich bis jetzt wirklich nur eine einzige Matrize bekommen und das war bis jetzt die von Crow. Ja, aus der Operation habe ich noch nie eine Matrize gekriegt. Ah, das ist na schön. Lohnt sich Humor hochzuspielen oder soll ich warten? Humor ist schon geil. Also ich spiele sie gerne, so erwähnt. Aber man weiß nicht, Saki ist jetzt auch eigentlich nicht mehr allzu weit weg, ne? Sind halt viele Materialien, ne? Und Len auch nicht, ne?
Es wird ein teurer Monat. Man weiß nicht. Asaki wird vermutet, dass es Ende Dezember wird. Ja, dann wird Lynn wird wahrscheinlich danach kommen, also im Januar. Achso, ich hab gedacht, die kommt zuvor. Weil sie ja. Asaki. Also gehe ich fest von aus, sie ist ja auch ihre Vorgesetzte. Von daher. Ja, gut, die gehört ja mit zu den oberen Liedern, Vera, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Also bis Ende November, Dezember soll ich ja vielleicht 250 Free Pulls bekommen. Dann habe ich aber wahrscheinlich keinen einzigen Pull mehr für Lynn. Jetzt stellt sich die Frage, was ist geiler? Also wie gesagt, ich werde mir Saki holen, aber nur 10-0. Die anderen Tees werden sau interessant, klar, aber ich werde dann warten, bis er ins Fieber dann kommt und zu mir kaufen. Lynn wird schon definitiv auf 3 Sterne holen. Ja, Lynn, die kommt ja nicht ins Standardbanner. Vielleicht ja nach 2 oder 3 Jahren. Und die anderen kommen ja nach einem halben Jahr und sowas rein. Das ist schon krass, ey. Und die ist das Nonplusultra, oder was, momentan? Die ist momentan das Nonplusultra in China. Du findest nichts anderes, was so hardcore ist. Weil sie hat Shatter drin auf 12, sie hat Aufladerate auf 12, also sie macht jede Ulti voll bis zum geht nicht mehr und haut nebenbei noch die ganzen Schilde weg. Das sieht so gut aus. Und sie sieht gut aus, ja. Das akzeptiere ich mal. Dann gibt es halt noch dieses Kaufblock-Angebot für alle Alleinstehenden mit einem Bikini da rein. Die 15 Euro, sag und schreibe. 30. 30? Okay, na dann war das. Achso, na gut, ich hatte das mal umgerechnet gehabt. Da waren sie bei 15 Euro. Das war bei Annabella. Ja. Ja, okay. Ich haben aber meistens in Europa einen Breitaufschlag. Ja, gut, schon lange. Verlange ja für jeden kleinen Set. Verlange ja von jedem kleinen Bittel was. Ja, natürlich. Ich frage mich, ob wir dann, wenn wir in der 2.0 sind, den verbesserten Season Pass kriegen oder nicht. Ich bin gespannt. Ist er dann teurer oder was? Nein, der ist gleich teuer, aber viel mehr Material drin. Ach so. Ja, wo sie jetzt bei uns zweizeilig sind, sind sie dann dreizeilig und wo sie einzeilig sind, kriegen wir dann Doppeltes. China Season Pass ist aktuell mehr drin als bei uns. Ich meine, die haben auch mit diesen Krüppeldingen. Also, uns ist es ja trotzdem noch gut, ne? Muss man ja dazu noch sagen. Aber in China, der ist halt nochmal ein Stückchen besser. Das ist schon so meist so. Das ist schon irre. Also, die wissen halt schon, wie sie ihre Spielerschaft verwöhnen, ne? Das ist. Das ist, wie ich mich dann zusammenreißen muss, wenn ich dann wieder ein anderes Spiel spiele und dass ich da kein Geld ausgebe für einen bestimmten Charakter. Na, weil seit heute ist Overwatch 2 draußen und bin ja ein sehr großer Fan von so einem Spiel. So, und weil da mein Lieblingscharakter dieses Smash Vibe war, D.Va, glaube ich, hieß er. Ja. Ist er gerade im zweiten Teil, gerade im Battle Pass drin. Mit dem Skin. Ah, ich ahne auch, welches Spiel du meinst. Ja, ja. Na, das ist das mit den Helden. Wo du hier. Ja, der kleine Shooter. Ja, so ein Multiplayer-Shooter. Ja. Na, mit Fähigkeiten. Das ist halt schon ein geiles Spiel. Ja, kann ich sagen. Vieles ist, glaube ich, bekannt wie sonst was. Kommst du auch? Das. Wir wollen. Selber möchte noch ein bisschen im Kreis laufen. Wir haben alle was. hab ich überhaupt gar nicht mitbekommen, warte mal. Ja, gut. Ich laber so und laufe die Runden und bin noch Gegner töten. Ja, ich dachte, ich sag dir mal Bescheid. Thank you.
Ja, ich glaube, sonst wäre es noch eine halbe Stunde so weitergegangen. Nee, nicht ganz. Nach 10 Minuten hätten wir es rausgeschmissen. Ach ja, stimmt. Wenigstens dann so noch kurz vor die Minute oder so hätte ich dann mitbekommen. Oder wenn ich da mal in die Liste geschaut habe, wie viel Buffs man noch über schon. Ich hab gerade Pinsel raus. Ja, gell. Also ich bin gerade von der Eisfläche komplett abgerutscht bis zum Rand der Karte, also bis zu der Arena. Danach wurde ich aufgetaucht und danach bin ich durch diesen Druck noch richtig hin runtergefallen. Ja. Ich bin kurz abgebogen da unten. Alter, das Schild von dem geht so schnell kaputt. Mhm. Ich dachte eigentlich, der hat mehr Schild dazu bekommen. Oder? Ach, ne Shiro. Shiro können sie auch mal ein bisschen verbessern, noch was Schild angeht. Würde mich nicht beschweren. Auch wenn es so ist, schon extrem gut ist. Ne, ich mach meistens die Schilde, keine Ahnung, in 3 Sekunden weg. Also aktuell, oder? Halt. Eine Frostbot-Matrize. Hab ich auch bekommen. Ich hab nur wieder blau. Du hast auch schon eine goldene gekriegt, also. Man braucht mehr als eine. Ich habe nur Freundschaftspunkte bekommen. Sag mal so, es ist schön, wenn man die richtige kriegt. Hm? Ist mal schön, wenn man überhaupt eine bekommt. Ja, wir irgendwann im Late Game wollen wir alles haben, ne? Mhm.